Herzlich willkommen bei Andis Bastelwerkstatt. Heute geht es um eine ganz neue Sache, von der ich noch gar keine Ahnung habe. Ich habe mal etwas bestellt und zwar einen Raspberry Pi 3 Modell B. Wer sich fragt, was das ist ein kleiner Computer. Ein vollwertiger Computer eigentlich auf Linux-Basis. Mit diesem werden wir probieren, die Hühnerstallsteuerung zu machen. In dem Fall, wie die Türe auf und zu geht. Vielleicht noch ein Wetterthermostat noch dazu. So irgendwas. Leuchtet mir hier rein. Mal schauen, ob wir da irgendwie realisieren können etwas. Dann habe ich hier noch ein Ladegerät dazu. Ich zeige euch das Zeug nochmal. Der Raspberry packt manchmal aus. Da ist eine Installationsanleitung noch dabei. Und hier der Computer. Also Elektronik pur. Ich habe mich schon, als ich jung war, also im Poly-Alter, habe ich mich sehr für Elektronik interessiert. Vielleicht lädt man da noch was auf. Also Raspberry. Dann haben wir hier, habe ich schon erwähnt, ein Ladekabel. Das hat glaube ich 3 Ampere. Genau. 3 Ampere. Mit dem läuft der Raspberry recht gut. Das ist auch ein nicht Micro-USB, sondern wie ein normales Handy-Ladekabel. Die Festplatte für den Raspberry ist nur eine SD-Karte. Und hier habe ich eine Box gekauft. Da sind lauter Elektronik-Sachen drin und die werden wir jetzt mal aufmachen. So, hier haben wir schon eine Erklärung, wie die Widerstände gehen, beziehungsweise wie viel Ohm und Kilo Ohm sie haben. Hier haben wir eine Kombination, also ein Keyboard hätte ich jetzt behauptet. Tue den Raspberry mal ein bisschen weg. Hier haben wir verschiedene Leuchtdioden und Taster drin und Transistoren. Dann haben wir hier noch ein, weiß ich noch nicht, was das ist. Hier haben wir ein Kabel. Hier haben wir einzelne Kabel. Hier 9 Volt Stecker. Dann nochmal Kabel. Das sind alles. Das sind Männchen und Frauen. Also halt einmal mit
Männchen und Frau. Hier haben wir ein Servo. Hier haben wir noch eine Platine. Ah, das ist ein Bewegungsmelder. Aha. Noch mehr Kabel. Hier haben wir auch ein Display. Nochmal Leuchtdioden und Taster mit Abdeckung sogar. Dann haben wir hier noch Widerstände und hier sind lötbare Platinen. Das tue ich jetzt alles wieder da rein. Dann haben wir hier noch eine Batteriehalterung oder halt eine Batterie. Und hier haben wir das ganze Steckboard für den Raspberry. Mit Potis, mit einer Zahl, mit einem Leuchtdiodenbalken. Da ist noch mal eine Anzeige. Das kann man hier da so reinstecken. Nee, ist zu lang. Ja, da wird man richtig viel Spaß haben, glaube ich. Dann hier nochmal irgendeine Fischplatte mit oder halt einen USB-Anschluss, eine Platine. Ja. Ich glaube, da kann man Spaß haben mit dem Zeug. Jetzt wieder alles da reinkriegen. Ja, was haben wir hier noch? Ein Motor. Dann haben wir hier noch, das sieht so aus, als wie so ein Schallwellenmessgerät oder halt ein, ja. Dann haben wir hier noch einen Joystick. Und das, was wir vielleicht dabei im Hühnerstall dann brauchen, ein Schrittmotor. Dann müssen wir dann noch schauen, wie das funktioniert. Gut, irgendwo sollte noch eine Anleitung eigentlich dabei sein. Finde ich aber hier jetzt nicht wirklich viel. Hier ist ein Download-Link, ein Tutorial. Das werde ich mir jetzt mal ansehen. Und den Raspberry mal aufstarten. Da ist wirklich viel drin in der Box. Da kann man sicher viel gebrauchen. Ja, das war's mal vorerst. Ein kurzes Unboxing, ich weiß. Ich melde mich, wenn ich das Linux drauf spiele. Und bis dann.